Herzlich willkommen hier bei Temmo67 Gaming. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, herzlich willkommen hier bei Temmo67 Gaming. Oh, schön, ich habe einen Hall drin. Ja, herzlich willkommen hier bei Temmo67 Gaming. Oh, schön, ich habe einen Hall drin. Ja, herzlich willkommen hier bei Temmo67 Gaming. Oh, peinlich. Mal rausziehen hier. Ich hatte vorhin ein bisschen Algo geguckt. Jetzt habe ich einen Hall drin. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder da seid. Endlich mal wieder Minecraft. Begrüße die Gäste, Ladies First. Zuerst den Schokolieben. Hallöchen. Hallöchen. Und dann den guten Schmersch. Ich begrüße dich. Schönen guten Abend. Wie ist dir der 3 Wochen Minecraft-Abstinenz hier im Stream gegangen oder warst du zwischenzeitlich auf dem Server? Noch ein Server. Nee, ich hatte mich mal mit anderen Spielen beschäftigt, hatte dann mal versucht, ein bisschen was mit OBS zu machen. Bei manchen Sachen, da merke ich halt einfach irgendwie, entweder spinnt bei mir OBS oder meine Webcam. Wie ist dir doch nicht. Jetzt habe ich die Eieruhr. Müsste ich mal mit befassen, glaube ich. Aber naja. Aber Minecraft läuft. Hauptsache. Ja, ja, bei mir läuft gerade gar nichts. Irgendwie eiert meine Festplatte wie verrückt. Oh, es hakt hier gerade ungemein bei mir. Und irgendwie scheint meine Cloud, die ich hier habe. Oh. Ruckelt das bei euch auch so? Oder ist das bei euch normal? Hier ist ganz flutschig. Läuft. Also, naja. Hier flutscht es nicht so sehr. Wie geht's euch? Ja, ich merke, so langsam fängt Heuschnupfenzeit an, ne? Ah ja. Die ersten Frühblüher sind dabei und dann, ja, das merkt man, ne? Die Nase kribbelt und naja. Okay. Ich habe einen Kollegen mal gehabt, der hat sich nachher nur noch hauptsächlich von Döner und Fastfood ernährt und dann war keine Allergie mehr da. Geht wohl. Vielleicht wäre das ja eine Option. Nee, nicht wirklich. So, bei mir hakt das ja gerade ungemein. Es ist verätzend. Aber wie läuft der Stream ohne Probleme? Ja, man kann nicht alles haben, ne? Ja, warum sind wir jetzt wieder hier in der Minecraft-Welt? Ja, ich spiele auch ein paar andere Spiele noch. Da haben wir auch World of Tanks und da war letztens wieder die große Clan-Kampagne, Clan Wars. Und da waren wir halt ein bisschen eingebunden halt, ne? Als Unteroffizier muss man da mal ab und zu mal ran, mit gutem Beispiel voran. Ja. So, ich mach mal, jetzt haben wir schon was ernten hier. Einmal Erde rein. Siehst du, man müsste eigentlich mal nach Otto gehen und gucken, was der im Angebot hat. Ja, stimmt. Mal gucken. Ja, Silberbord war richtig. Oh Gott, ey. Ich gehe noch mal kurz hier raus. Das ist ja ätzend hier. Und gehe jetzt wieder rein hier. Na, hoffentlich ist es jetzt besser, flüssiger läuft. Zurück zum Spiel. Läuft auch nicht besser. Ich glaube, hier zieht sich einer wieder so ein blödes Windows-Update wieder runter. Oh, das ist gemein. Ja, das ist echt gemein, das ist wohl wahr. Ich kann mich gerade gar nicht bewegen, ich stehe hier. Wie sah Otto aus? So sah Otto aus. Okay, Hammer. Was habe ich jetzt gekriegt? Quest abgeschlossen? Irgendwie hat sich nichts geändert, habe ich das Gefühl. Ich habe nichts gekriegt von ihm. Kann man sich das vorstellen? Nichts? Gar nichts? Nein, partout nichts, nein. Also genauso. Immer was. Ja, mindestens ein Knopf. Ja, wenigstens. Ich habe irgendwie gar nichts gekriegt. So, mal gucken, was mein Taskmanager hier hat. Wer haut hier gerade so viel hier raus? Datenträger ist bei 33%. 24, 19 geht runter. Sieht eigentlich alles ganz okay aus. 'Sehr merkwürdig. Das ist Schmersch. Ich begrüße Sie. Hallo, guten Abend. Hallo, Abend. Lange nicht gesehen, ja. Ja, und warum wiedererkannt, wa? Da müssen wir mal in die Taverne gehen und ein Bierchen trinken. Kommst du mit? Komm her. Ja, komm mit, ja. Flup, 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 flup.
Gibt's doch garantiert einen schönen Tisch. Hier mit der Schokotorte, da hauen wir uns hin, so. Ja. Bombastisch. Ah. Ah. Die Schokolade. Ja, die fressen wir jetzt hier alles weg, die Schokoladentorte. Ja. Aber ihr seid gemein. Ja. Meine Schokoladentorte. Was machen wir denn, wenn wir 1000 Folgen voll haben? Was hattest du geschrieben? Wie viel du haben? Wir haben jetzt wie viele Folgen? 700 oder was? Ja, um die 700 haben wir. Hm. Ja, vielleicht. Entweder macht man das mit der neuen Welt. Ja. Ja, entweder so. Ja. Ist bei, ja, klar. Wir sind bei Staffel 7, Folge 85. Das heißt, wir haben jetzt 685. Also knapp 700. Na, wenn man, ich finde, wir sollten die 1000 Folgen voll machen, solange, also im Moment läuft es ja auch stabil. Genau, so. Genau. Und dann, ja, dann. Also hier auf dem Server haben wir 87 Mods drauf. Auf den neuen haben wir derzeit 107. Mhm. Und dabei. Ja, da ist ja die Bilder. Genau. Ja. Und dabei einen saugeilen Dachziegelmod. Saugeil. Dachziegelmod. So richtig, okay. Schräg, für richtig, aus wie richtige Dachziegel. Auch so schräg, oh, ja. Total klasse. Hat was. Und den kannst du in allen möglichen Farben und Materialien zusammenstellen, wie du es brauchst. Ach so. Ja, mal sehen, vielleicht, ja. Ja, ich werde ja sehen, was, wie das, also du hattest ja schon Bilder mit Bergen geschickt, das ist natürlich ja. Sehr verlockend. Genau. Hab ich gleich ja nicht gedacht. Dass ich dann wieder in die Berge gehe, dann brauche ich natürlich kein Dachziegelmod, aber natürlich Schisselmod, das ist ja klar. Schisselmod ist drauf, Schisselbitz ist auch mit drauf. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Dann ja. Ist mir alles egal, alles andere egal. Sagt, die Berge sind höher und die Höhlen sind tiefer als in dieser Welt. Oha, perfekt. Ist, genau, ist genau nur das schade, dass der Weihnachtsmod nicht klappt. Nein, ich mit dabei sind auch zwei große Dorfmods, da werden also die Dörfer anders generiert. Einzige, was wir nicht haben, ich kann keine eigenen Händler derzeit kreieren oder habe mir keine Möglichkeit gefunden. Das heißt, wir müssen dann ganz normal mit Smarkten überall bezahlen. Ja. Muss man dann mal schauen. Vielleicht ergibt sich bis dahin eine Möglichkeit. Man hat ja noch ein paar Monate Zeit, denke ich mal. Ja, ja. Nee, man kann ja sonst, genau, man kann sich ja sonst irgendwie einen Händler kreieren, wo man dann bei sich vor Ort irgendwelche, genau wie hier auf dem Marktplatz, irgendwelche Sachen verkauft, so, ne, aber. Genau. Mit einer eigenen Währung, aber gut, genau. Dann ist das so. Weil die Goldmünzen haben wir eh wieder. Wir können jetzt sogar ein Computersystem bauen, das Lagersystem, wer möchte. Oder altbekannte Schubladen, Basic Drawer System haben wir. Wir haben ganz viele Landschaftsmods mit drauf, Tiermods, was weiß ich nicht alles. Pflanzenmods. Aber Karotten haben wir nicht im Garten, ne? Doch, haben wir. Wir haben mit drauf zwei Dungeon-Mods. Wie gesagt, ich habe die Liste mit den Mods ja auf den Discord gestellt. Ich glaube, unter Rubrik Stammtisch. Da sind die alle mit drauf. Das ist der, was drauf ist. Und das läuft sehr stabil. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Hin und her geflogen. Ein paar Sachen ausprobiert. Tinker sieht ein bisschen anders aus. Da kannst du jetzt sogar richtige Rinnen bauen, wo halt dieses geschmolzene Metall, sag ich mal, entlangläuft, wo es hinlaufen soll. Total geil. Das finde ich da. Das ist in so einer schönen schummrigen Atmosphäre, das hat doch was. Mhm. Ja, und sagst du, ein paar Towncraft-Ableger habe ich einzelne Sachen, also echt irre. So, was machen wir heute? Das nicht. Wir können, was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht? Bestimmt irgendein Rundgang, ne? Rundgang ja. War das, ja. Rundgang, Patrouille quasi. Mal hier kurz nach dem rechten gucken, nach dem linken gucken. Oder möchtet ihr, ach nee, muss ich ja noch vorbereiten, die Quest, ich muss das Buch dafür noch schreiben. Oder ist das Buch schon fertig? Muss mal gucken. Glaube ich aber nicht. Ich war vorhin im Haus, da habe ich eine gesehen, geht es um zwei Türme oder was anderes? Wo ist das Questhaus? Verdammt, Axi, verlauf mich hier. Halt. Also ich hab's mir auf Minimap draufgelegt. Einfach folgen, ha. Scheiße, Minimap weg, Mist. Ich bin da, wer noch? Ein
Beim Questhaus? Ich glaube, was haben wir hier? Terminomicon. Ja, ich glaube hier. Also hier haben wir jetzt die Quest, wo es um die Salze ging. Kann man es hinrichten? Und haben wir hier zwei Türme und der Rest ist Dorf im Wald haben wir noch. Ja, Dorf im Wald haben wir schon gefunden. Das hatten wir, ne? Genau. Ja. Ja, da muss ich das, Türme wahrscheinlich. Da muss ich das Buch noch schreiben. Dann geht es dafür nächsten Mittwoch. Weil sie ist soweit vorbereitet. Die lag schon lange da, so muss nur das Buch schreiben. Weil ich ja eigentlich noch eine Weihnachtsmod machen wollte. Eine Weihnachtsquest, aber hat sich ja jetzt erledigt. Ob wir die dieses Jahr noch hinkriegen, eine Weihnachtsquest? Ich denke mal nö. Da werden wir garantiert schon unter Umständen auf dem neuen Server sein. Nee, gut, dann freut ihr euch auf nächste Woche. Weihnachtsquest. Oh, was ist da los? Ja, Weihnachten. Ist ja bald wieder quasi. Bald ist Ostern. Oder? Ja. So, mein Rechner hat sich jetzt hier sich berappelt, es läuft stabil. Ja. Das haben wir letztens gemacht. Ist so lange her, ist 3 Wochen her. Ja, eben, das haben wir den gemacht. Ich gucke mal auf den Atlas. Dorf, Dungeon, Festung. Wir sind hinten bei Krabak waren wir gewesen, da sind wir ein bisschen rumgeeiert. Ich glaube auch. Ja, und zwar, ich weiß es, ja, Krabok. Da waren wir hin bei Krabok, dann hochgefahren mit dem Boot an die Küsten und sowas. Ja. Ja. Da waren wir, genau, bei Krabok fahren wir. Unter Wasser, schwarzer Turm. Die zwei Türme hatten wir ja auch, genau, da haben wir die gesucht, genau. Genau. Das hatten wir. Ah, also die Welt ist schon ganz schön groß geworden, muss man schon sagen, die hat was. Was ist hier schade, dass kein, wie gesagt, diese Kasten-NPCs für diese Version nicht gibt. Es gibt, er hat die so ähnlich nachgemacht, aber die habe ich installiert und dann bricht das Spiel sofort zusammen. Fehler. So. Also da ist irgendwas nicht sauber programmiert. Oder es verträgt nicht mit dem anderen Mod bei mir. Da war Walddorf, genau. Ja, ich weiß nicht, also wenn wir theoretisch nochmal auf Expedition gehen wollten, theoretisch könnten wir nochmal weiter Norden, also dann... Ich glaube, der nördlichste Peak, den wir gemacht haben, ist quasi, wo man schnell hinkommt, wäre zur Wundermine, wo es quasi alles gibt. Und von da aus dann Richtung Norden. Wundermine. Müssen wir nur gute Schuhe einpacken, ist ja kalt da oben. Ein bisschen kalt, ja. Ja, ein bisschen kalt. Da ist Durmstrang, genau. Auch noch ein riesiges Reich. Wir haben von. Oh, wir können natürlich auch. Oh, irgendwie spielt meine Maus. Ja, von Durmstrang uns Richtung Osten halten. Da ist alles noch schwarz. Könnten wir auch machen. Durmstrang Richtung Osten. Mhm. Oh ja. Ja. Da kommt, da ist irgendwo ein Zombiehaus, steht auf der Karte. Was meinst du, Schoki? Ja. Oder was wollen wir machen? Ja, können wir machen. Ich finde, da kümmere mich gerade erst um die Tiere, dann komme ich ja auch nach Silberburg hin. Ich komme einfach nochmal nach Hause, muss noch ein paar Sachen einpacken. Ja. Wollen wir uns den Domstrang treffen, oder? Können wir machen. Treffen wir uns Domstrang. Da würde ich mich da schon mal hin begeben. Genau, Rüstung ist auch alles heil, ne? Erstmal kurz mal gucken, ob hier alles heil ist. Ich dachte, ich mit kaputten Schuhen wie letztens wieder losgehe. Alles schon da gewesen. Ja, gut. Und jetzt ist alles noch heile. Gekochtes Wild habe ich gekriegt. Hä? Gekochtes Wild. Das habe ich dir von in der Taverne rüber geschoben. Achso, okay, gut. Habe ich gedacht, passt ganz gut zum Bier statt Schokokuchen. Oh, Schlabbertorte, das sind nur für alte Leute. Für alte Omis. Wie Schuki. Gut, dann gehe ich noch mal kurz in den Garten, müssen wir was ernten.
Also landschaftlich und von den Bergen her, die sind viel besser generiert. Das ist in der neuen Version, das ist einfach irre. Allein diese Höhlen, wie ich die gesehen habe, bin einmal reingeflogen, was es da Ja. gibt. Ja, nee, ey. Zwar passen die meisten Höhen nicht mehr, wo es halt früher was gab. Also was ich zwischen auf Stufe 10 gibt es halt die meisten halt Diamanten und hast du nicht gesehen. Ja. Ist in dieser Version ganz anders, da muss ich mich nochmal schlau machen, aber echt irre. So, jetzt kommt der schon mal rein. Jetzt diese Version mal angucke, die sieht ein bisschen mau aus. Wie gesagt, beim Tavis-Craft ist ja mit dabei, also richtig schön, dass du kochen kannst. Und der ist mittlerweile in vier Mods aufgesplittet. Okay, Das ist dasselbe wie vorher auch, nur halt vier einzelne Mods. Du musst nicht alles nehmen. Wenn du die Obstbäume haben willst, machst du nur den Obstbaum-Mod, installierst du dann halt, ne? Und nicht alles. und eigentlich die alte Kaminkammer. Ach, bin ich dämlich. Was ist denn hier? Wo ist eigentlich die Speisekammer? Im Nebenhaus. Unten. Musst du doch wissen, Mensch. Okay, der Mais ist noch nicht gewachsen. Der muss noch wachsen. Küche bin ich. Ja, warte, ich komme. Schuki braucht einen Wegweiser. Ich hab's da. Du hast sie? Das ist doch schön. Ja. Wir haben wieder einen Rucksack-Mod dabei. Wir haben einmal den Rucksack-Mod, den Mock, sage ich schon. Rucksack-Mod, den wir jetzt auch schon haben. Und wir haben noch einen zweiten, den kannst du upgraden. Da kannst du in deinen Rucksack auch, was ich, Eisen schmelzen, wenn du möchtest, oder auch eine Werkbank einbauen. Praktisch. Sowas haben wir dann auch. Hier haben wir so einen Kobold-Mod. Haben wir richtige kleine Kobolde. Ja, sowieso die kleine Fiese. Seine neue gibt auch die Pillager, die bösen Villager, ne? Die greifen nicht an. Da gibt es auch Magier. Ja, Ja. okay, muss es geben. Nur ein kleiner Kasten-NPC, das ist schade, aber gut, man hat ja ein bisschen Zeit. So funktioniert das ganze Modspiel miteinander. War auch nicht einfach, die passende Version zusammenzusuchen. Aber es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Okay, dann. Haben auch einen sogenannten Tesseract-Mod. Da kannst du praktisch, wenn du eine Lavaquelle zu voll bist zum Laufen, setzt du das Ding dahin und wenn es im Nether ist, dann kannst du von da immer die Lava her transferieren. Brauchst du mit dem Eimer nicht mehr rumlaufen. Oh, ist aber auch praktisch, ne? So, na gut, treffen wir uns in Dormstrang, sagst du, ja? Ja. Ach, der Schmerz ist schon da. Ja. Und wir haben diesmal einen ganz anderen Waystorm-Mod. Den finde ich deutlich besser als diesen Mod. Okay. Die stehen in der freien Wildbahn rum oder kannst du selber bauen. Und dann klickst du den nur an, dann leuchten seine Runen, die eingraviert sind. Und dann, das ist das Zeichen, dass du den entdeckt hast. Und von dort kannst du auswählen, wo du hin willst. Irgendwohin. Zu jedem beliebigen anderen. Ne, ist ja auch praktisch, ne? Ja. Also. Gab es für diese Version auch, aber gut, hier haben wir den nochmal genommen. Na gut, wollen wir Richtung Osten, ja? Nehmen wir den einfachen Weg oder den schweren Weg? Oh, muss der wer bei dieser Vollidiot, bei dieser Vollpfosten lang? Ah, super. Also ich weiß nicht. Muss das sein? Voll
packen, ja? Nee. Ja, wir machen das aus der Ferne hier, Fernkampf. Ja, da kommt der Drache mit seinen Quadratlatschen. Die Armbrust ist gut, die trifft wenigstens. Ich habe lange Zeit Pfeil und Bogen nicht mehr benutzt. Der ist weg, der Drache. Schmerz nimmt den Bogen, ne? Der ist schneller als ich mit der Armbrust. Kann das sein? Ja, das geht ganz gut. Dafür macht die Armbrust aber mehr Schaden. Habt ihr noch mit ein bisschen Redstone geskillt? Ja, die Schatzfledermaus, die nehmen wir jetzt mal so vor. Ja, was hier einsammeln hier. Ich kümmere mich hier mal kurz um den Fall hier. Oh. Wo ist der Drache hin? Vor den Platz gemacht? Den hast du erledigt. Hallo? Dir ist schon klar, dass du von zwei jetzt angegriffen wirst, ne? Ja. Smash, mach mal mit hier. Ja, ich hab ja auch was um die Ohren. Ja, die eine ist ja bald weg. So. Ja, aber er noch nicht hier. Thanos, komm her, Thanos. Oh, lustigen Pilze hier. Oh, na super. Leute, ey, so ein Scherz hier. Was kommt mir da nicht vor? Oh. Die Spinne, die gibt aber nicht auf hier, wa? Hier ist noch ein Vogel. Hallo. Fledermaus, ich muss. Warte, ich muss mich kurz um Batman kümmern hier. Na, ich guck mal, ob sie irgendwas Tolles gespawnt haben, irgendwas hier gebrauchen kann. Was hier so liegt, was man so mitnehmen könnte. Sich um Batmans Bruder gekümmert? Nein, der hat's hinter sich jetzt, also. Schön. So, ich muss ja, mal hier. Haben wir doch den Weg, alles geklärt hier. Ich habe einen Enderkristall gekriegt, was machen wir? Ach, ich habe Spaghetti gekriegt, das ist ja auch toll. Spaghetti ist immer gut, immer gut. Brille Enthüllung habe ich gekriegt, eine Mühle. Ja. Kohle habe ich gekriegt. Naja. Hat doch was, oder? Die Kohle nehmen wir hier wieder raus. Kohle packe ich mal hier zum Hauptrucksack. Ich habe doch auch noch einen Geldmod gefunden, aber in dieser Version, also in der 1.18.2, überschreibt er leider nicht die Villager-Daten, dass man halt damit Gold bezahlt, mit Münzen bezahlt. Das wäre nur, falls die Option da nochmal gewesen, weißt du? Aber vielleicht kriege ich das noch hin. So, machen wir dieses Türchen zu. Ach ja, ist ja noch offen. Schoki, deine Freunde sind hier, guck mal. Ach nee, die Tür ist zu. Hey, was für Freunde. Ach, wie süß. Ist zu? Ach, jetzt ja. Und jetzt ostwärts? Oder? Ja, würde ich sagen. Da haben wir noch nichts groß erforscht, ostwärts. Bevor die hier wieder wach werden, sollte man lieber gehen. Ja, das ist ein bisschen... Die sind da bestimmt noch sauer dann. Auf jeden Fall. Also wie früher haben sie auch nicht mehr gespawnt, die Säcke. Ist auch eine Party hier. Was für eine. Oh. Oh nein. Ich hab zwei Schneebälle, ein bisschen Schwarzpulver und eine Blitzrute. Die haben sich alle für uns heute aufgespart, die hatten 3 Wochen Ruhe gehabt. Was meinst du, wie stinkig die sind, weil die nicht gebraucht wurden? Kannst du dir das vorstellen? Wir haben die 2 Wochen total vernachlässigt.
Da sehen sie ein bisschen stinkig. So, wollen wir mal gucken. Ja, gekochtes Wild. Ah, füllt die Hungerleiste gut auf. Sehr gut. Gut. Wir wollten ja Richtung Osten ja gehen, ne? Dann gehen wir mal. Dann wieder an Rudolf vorbei. Was denn? Da hat Wumms gemacht. Oh, wer ist das denn da? Oh, was ist das denn für jetzt, ey? Was ist denn, Schugi? Hast du Angst? Ich? Warum? Dass du wieder wegläufst. Ja, soll der mich verkloppen, der Blöd? Ich weiß, warum wir dich mitgenommen haben. Ey, ey. Oh, Schugi ist sauer. Lass uns schnell mal weggehen. Ja, stimmt. Ihr könnt dem auch mal ein paar aufs Maul hauen. Nee, komm doch her. Das ist wie so ein Golov. Der braucht auch nur einen aufs Maul. Ja, super. Also auch in der neuen Welt wird dann Blockschaden ausgeschaltet sein. Ja, oh, das Vorsicht. Tiefes Loch in Erde. Da kommt kein Postbote mehr. Also viele auch. Diese Endergestalten hier, Endermänner. Weißt du noch, wo wir mal ohne Monster gespielt haben? So langweilig. So, ihr seid schon also unterwegs ohne. Hier. Ihr habt's einig. Kann das sein? Nö. Oder ist euch die Wetterlage hier zu warm? Ja, schon, ist schon. Ich find's eher ein bisschen frisch hier. Es zieht. Es zieht auf jeden Fall. Ach hey, das hier auch. Ich muss sagen, das sind ganz schöne kleine Mika-Berge hier. Ja. Wenn man jetzt andere gewöhnt ist dann, oder schon gesehen hat. Ja, das ist irre. Einziger Nachteil, es gibt keine Kasten-NPC-Mod, jedenfalls derzeit noch nicht. Wird es wahrscheinlich geben, weil für 1.16 dann gibt's das auch noch nicht. Mhm. Muss mal gucken, vielleicht gibt es irgendwo so ein Mod, dass man irgendwelche Gebäude schnell bauen kann. Weil sonst dauert jede Quest deutlich länger, wenn man das baut. So. Das mit den Gebäuden, ja. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wo gehen wir weiter? Jetzt haben wir hier ein riesiges Gebirge, ne? Mhm. Wir sollten mal Richtung Süden gehen vielleicht. Richtung Süden der Ecke. Und dann Richtung Osten. Und dann brauchen wir den großen Berg nicht. Was haben wir hinten für ein Haus? Hier hinten ist doch ein Haus. Ach, da sind wir vorbeigekommen. Alles klar. Gut, alles klar. Also kennen wir das Häuschen ja, schon, ja? Ja, wir sind fast dran vorbeigelaufen. Genau, hier sind wir auch schon mal dran vorbeigelaufen. Das weiß ich. Oh, da ist ein Feuerchen. Ja, super. Ja, was denn? Ist doch lustig, so ein Feuerchen, oder nicht? Och, ich hatte neulich auf der Arbeit ein Wässerchen in der Bude. So, wo ist der Schmerz? Zum Schmerz wieder hinkommen. Oh, guck mal die Berge an hier. Yeah.
Gehen wir jetzt hier runter. Haben wir Schuki noch? Ja. Schuki sieht uns ja auf der Karte. Hier rechts war noch ein Haus gerade. Irgendwo. Bin ich der Meinung, oder? Täuscht das. War nicht gerade hier so ein Haus? Es könnte ja auch mal Tag werden, ne? Was bist du denn hier, du blöder Wolf? Noch ein Wolf. Brenn ich nicht ein Haus hier? Ich habe Panda-Bären gefunden. Hilft uns das? Nee, ne? Nicht so richtig. Naja, die sind halt süß. Ja, das sind sie wirklich. Also irgendwie hilft es dann schon,